Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video schauen wir uns die LUTs an, die sogenannten Lookups Table für eCam Live. Das könnte zum Beispiel das hier sein, oder das da, oder sowas. Wer also mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ja, ihr habt es sicherlich schon gesehen, innerhalb von eCam Live, beim sogenannten Kameras-Effekt, gibt es einen kleinen Bereich, ich werde ihn hier auch mal kurz einblenden, der nennt sich Picture Settings und da kann man mit einfachen Regeln die Helligkeit anpassen, wie ich es jetzt hier gerade mache, die Temperatur, also ins Rötliche oder ins Bläuliche fallen, der Kontrast anpassen, die Stärke anpassen, der Farbe, die Gamma anpassen und so weiter und so fort. Und ganz unten, also ein bisschen weiter unten, gibt es noch die Möglichkeit, sogenannte LUTs, Lookup Tables, einzubinden. Das sind kleine Files, die entweder ein PNG-File sind oder es sind Cube-Files oder andere. Ja, und wenn ich so ein LUT im PNG-File mal öffne und hier einblende, dann sieht das so aus. Das sind also so kleine Files, so mit vielen Viereckchen, wo man sieht oder wo der Kamera gesagt wird, welcher Bereich wie aussehen muss. Und wenn man ein PNG-File hat, dann kann man nämlich auch eigene LUTs herstellen. Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz einfach und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das so geht. Also wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt einfach mal so ein LUT, das Original LUT zum Beispiel von Logitech herausgesucht und bei Photoshop aktiviert. Ich werde euch das Original LUT unten in den Kommentaren verlinken oder im Blogbeitrag, da findet ihr auch einen Download-Link. Und sonst könnt ihr es auch direkt, wenn ihr zum Beispiel OBS installiert habt, auch raussuchen. Oder ihr sucht mal bei eurer Kamera oder bei eurer Filmkamera die Settings durch. Da gibt es sicherlich auch ein Original-LUT, das ihr verwenden könnt. Und sonst verwendet ihr das hier. Ja, und damit wir ja wissen, wie so ein LUT aussieht, wenn man es über die Kamera legt, brauchen wir als erstes ein Screenshot. Also ich habe jetzt hier mal ein Screenshot angelegt von mir. Ganz normal, so wie ich es sehe, bei eCam Live und habe es auch in Photoshop hinzugefügt. Ja, und jetzt kann ich eigentlich direkt mit Masken arbeiten. Am besten dupliziere ich jetzt einfach mal diese Ebene, damit ich nicht immer ein neues Screenshot hochladen muss. Und jetzt kann ich eigentlich direkt mit Filter arbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verlauf vorne oder hinten hinlegen möchte, dann kann ich hier das einfach mal auswählen. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier oben, schiebe es ein bisschen runter, einen blau-weißen Filter genommen. Ich habe jetzt hier das neueste Photoshop 2021. Also wenn wir da was wollen, ein bisschen heller, nehme ich jetzt das da. Ich habe jetzt einfach mal was ausgesucht. Mit ein bisschen Übung könnt ihr dann selbst ein bisschen rumexperimentieren und dann lade ich es einfach mal zu. Und jetzt schaue ich mal, wie ich dieses Feld hier hinzufügen kann. Ihr seht jetzt, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen orange im Gesicht. Vielleicht gefällt euch das. Vielleicht wollt ihr das. Da könnt ihr dann auch die verschiedenen Abstufungen auswählen. Also wenn wir jetzt da was Lustiges machen wollen. Ich nehme jetzt das da. Dieser Hard Mischen, also ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier rot und orange und wenn ich das habe, dann kann ich eigentlich dieser Verlauf hier einfach kopieren und dann gehe ich wieder zum Original und füge es hinzu und ihr habt jetzt gesehen, das Feld hier hat sich ein bisschen verändert und das wäre eigentlich schon die ganze Hexerei. Jetzt kann ich nämlich ausprobieren, ob das wirklich so aussieht, wie ich es mir hier vorstelle. Je nachdem, wie geübt ihr seid mit Photoshop, sieht das natürlich schon ein bisschen besser aus. Ich mache jetzt das wirklich nur ganz kurz. Es soll ja kein Photoshop-Kurs sein. Also dann gehe ich hin und exportiere es als PNG. Das haben wir ja vorhin schon gehabt. Und jetzt mache ich hier Oranger LUT und speichere es ab.
So, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt wieder hier in Ecamm Live zurückgegangen. Ich habe jetzt den Demo-Mode aktiviert. Ihr seht hier alles und hier ist die Kameraeffekt, das Feld oder das Fenster Kameraeffekts und hier unten sind diese Picture Settings. Vielleicht müsst ihr das auch ein bisschen öffnen und da kann man ja diese Standardeinstellungen machen oder resetten. So sieht das eigentlich im Normalfall aus. Ich habe mir aber da was ein bisschen überlegt, dass es ein bisschen schöner ist, dass ich ein bisschen dunklere Farbe habe im Gesicht, sonst sehe ich so käsig aus. Und hier habe ich das Feld für die LUTs. Also wenn ich jetzt hier raufklicke und dann suche ich mir das, was ich ja vorhin abgespeichert habe, diesen orangen LUT hierhin. Und jetzt habe ich bereits den LUT drin und wie man hier sehen kann, ist es eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Einerseits hier die Kamera und hier das Original. Und jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeit, diesen LUT zu verwenden. Wenn ich ihn jetzt noch ein bisschen anpassen möchte, kann ich das natürlich auch wieder hier machen. Also wenn ich jetzt hier die Helligkeit ein bisschen noch vergrößern möchte, ich kann mit dem Temperaturregler spielen, der macht jetzt gar nichts. Hier auch noch ein bisschen. So, ich habe jetzt das alles ein bisschen reduziert. Und wenn ihr sagt, ja, das gefällt euch, dann könnt ihr so Videos machen. Und ihr seht jetzt, dunkel ist blau und das helle ist gelb. Und wenn ihr denkt, nein, das ist ein bisschen zu groß, dann kann ich es hier auch wieder reduzieren zum normalen oder wieder ganz deaktivieren. So sehe ich hier im Normalfall aus. Also, ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwer und ich habe jetzt da schon ein paar LUTs rumexperimentiert, wie ihr gesehen habt. Ich lade hier nochmal zwei, drei rein, die ich noch lustig finde. Also da habe ich noch einen gemacht, da sehe ich comicsmäßig aus. Warum nicht? Vielleicht ist das euer Style für ein Wettbewerb oder für Game Community oder so oder für Reaktion. Kann man auch Screenshots so machen? Und sie dann verwenden oder ihr könnt sowas machen hier in Blau, das gefällt mir sehr gut. Ich kann es auch ein bisschen halbieren, dann bin ich hier ein bisschen dunkel. Da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie ich das hier ein bisschen schöner machen kann. Vielleicht schaffe ich das noch. Aber ihr seht, auch hier kann man spielen. Oder dann habe ich hier noch was. Das ist ein bisschen dunkler mit großen Kontrasten und so. Oder so, das ist ein relativ farbiger, leichter Verlauf, den man hier sieht. Es ist ein bisschen weicher im Gesicht. Natürlich kann man auch LUTs im Internet herunterladen. Ich habe jetzt auch hier wieder ein paar, die sind jetzt einfach im QB-Format. Die kann ich dann aber nicht in Photoshop bearbeiten, sondern die muss ich dann einfach so verwenden. Und warum nicht? Auch der ist schön, er ist ein bisschen dunkel in meinen Augen, aber ich sehe auch hier schön und hier sieht man auch den Glanz auf meiner Stirn. Warum nicht? Kann auch schön sein. Also jetzt nicht der Schweiß, sondern die Farbe. Hier bin ich jetzt ein bisschen heller. Warum nicht? Kann ein bisschen rumspielen. So sind die Einstellungen. Da habe ich noch mal eins. Santa Fe. Wie ihr seht, jetzt bin ich hier ein bisschen ganz dunkel. Nicht einmal, wenn ich mich beleuchte, wird es ein bisschen besser, wie ihr seht. Warum? So kann man vielleicht auch rumspielen. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten mit LUTs, sein Bild hier ein bisschen aufzufrischen, zu verbessern. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Also ladet euch die Original-PNG-Datei herunter, öffnet Photoshop und spielt ein bisschen rum. Und dann findet auch ihr euren perfekten LUT. Wenn ihr eine Frage dazu habt, stellt sie mir unter die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ganz normal, ihr wisst, ich möchte bald meine Welteroberungszüge anfangen. Dafür brauche ich aber mindestens 1000 Abonnenten auf YouTube. Ja, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir unten in die Kommentare. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.